In diesem Video geht es um die WM in Katar. Es geht darum, wie für die WM Menschen ausgebeutet wurden und gestorben sind. Es geht um rückschrittige Strafmethoden wie Peitschenhiebe oder Todesstrafen und wie Frauen und Homosexuelle systematisch unterdrückt werden. Und es geht um Korruption bei der FIFA und auch bei hohen deutschen Fußballfunktionären. Es geht um Lügen und um peinliche PR-Moves, die von den grausamen und menschenfeindlichen Zuständen ablenken sollten, die diese WM ermöglicht haben. Und es geht um gekaufte Meinungen, gekaufte Fans und Doppelmoral. Ich habe mit Lisa in den letzten Tagen mal versucht, zu diesem Thema alle wichtigsten Punkte zusammenzutragen und es ist noch abgefuckter, als wir dachten. Und bevor wir jetzt über die WM in Katar sprechen oder wie es dazu kam, mal ein ganz kurzer Überblick, was Katar überhaupt ist und warum das vielleicht nicht so der geilste Ort der Welt ist. Katar, das ist nicht dieser Dude hier, Köftespieß, sondern das ist ein Land. Und das hat einen König, den nennt man auch Emir. Aber nicht so wie in England, so ein bisschen zur Show, sondern der Typ ist halt König wie in fucking Game of Thrones. Der darf so ziemlich alles machen, was er will, wie so ein Diktator. So basically der Führer von Katar. Also Katar würde mit Sicherheit super gerne eine Demokratie sein, aber hat es einfach bisher nicht so geschafft. Aber nicht nur das, Katar ist auch ein ziemlich menschenrechtsfeindlicher Ort. Das Internet wird zum Beispiel in vielen Bereichen zensiert, du darfst deine Meinung nicht frei äußern. Wenn du was Falsches sagst, gibt's dann halt Ärger. Also wenn du zum Beispiel fluchst, dann ist das Blasphemie und kann bis zu 7 Jahre Haft geben. Ein Dude wurde mal ursprünglich zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er auf YouTube ein kritisches Gedicht über den König vorgetragen hatte. Ein anderer, der sich kritisch geäußert hatte, wurde zu 7 Jahren Haft und 600 Peitschenhieben verurteilt. Jetzt werden ein paar von euch vielleicht denken so, what the fuck? Was bitte? Peitschenhiebe? Excuse me, wir haben 2022? Ja, das ist nur bei den Katar-Leuten noch nicht so ganz angekommen. Also für diesen Peitschenhiebe eine erschreckend normale Sache. Also selbst für banale Sachen wie Alkohol trinken drohen dir Peitschenhiebe. Und wisst ihr, wofür ihr auch Peitschenhiebe bekommen könnt? Wenn ihr vergewaltigt werdet und zur Polizei geht und es anzeigt. Weil dann hattest du ja Sex außerhalb der Ehe. Das ist zum Beispiel einer Mitarbeiterin einer FIFA-Organisation dieses Jahr passiert. Sie zeigte eine Vergewaltigung bei der Polizei an und dann drohten ihr 7 Jahre Haft und 100 Peitschenhiebe. Das wurde dann, wahrscheinlich wegen der großen Öffentlichkeit in diesem Fall, nachträglich fallen gelassen. Aber das ist auch nicht das erste Mal, dass Frauen in Katar verurteilt werden, weil sie vergewaltigt wurden. Generell, wenn du Katar fragen würdest, ey, wie sieht's eigentlich so mit Frauenrechten aus, würde Katar dir wahrscheinlich antworten, pass, Bruder. Denn sowohl häusliche Gewalt als auch Vergewaltigung in der Ehe sind grundsätzlich legal. Frauen brauchen für viele ganz normale Sachen die Erlaubnis ihres Mannes. Der Mann hat die Herrschaft über die Frau und das ist, warte, ich zitiere, Gott gegeben. Und Entschuldigung, wenn du das so sehen solltest, respectfully, fick dich und deinen Gott. Ach so, und das ist jetzt wahrscheinlich auch keine krasse Überraschung, aber die Existenz von Homosexuellen ist in Katar verboten. Wenn ihr queer seid, dann könnt ihr in Katar dafür in den Knast wandern, weil ihr seid ja nicht ganz richtig. Ihr habt ja einen geistigen Schaden. Sie finden, Schwulsein ist haram? Ja, es ist haram. Ich bin kein strenger Muslim, aber warum ist es haram? Es ist ein geistiger Schaden. Ach, und bevor ich vergesse, Katar wird von vielen Seiten seit einigen Jahren vorgeworfen, Terrorismus zu finanzieren. Aber das Fass mache ich hier gar nicht auf, weil das zu abgefuckt. Alles in allem ist Katar, zumindest in relevanten Teilen, so ein bisschen rückschrittig und menschenfeindlich. Und jetzt kommt der Punkt. Die wissen, dass ihr Image nicht gut ist. Die wollen aber gerne ein besseres Image haben. Aber das wollen die sich halt ganz offensichtlich erkaufen. Mein König, die ganze Welt findet uns irgendwie relativ ungeil, weil wir auf Menschenrechte scheißen. Nicht so gut. Was können wir denn da machen? Also, ihr könntet ja Leute nicht mehr auspeitschen oder wegsperren dafür, dass sie schwul sind oder vergewaltigt wurden. Oder, ich kaufe die Fußball-WM. Dann finden uns alle geil. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob das der beste Weg ist. Sperrt ihn weg! Er hat mich kritisiert! So, gibt's noch Widerspruch? Keiner? Meine Idee ist die beste? Ja? Dann machen wir das so. Sich durch die WM eine geile, positive, nice Aufmerksamkeit zu erkaufen, schien jedenfalls der Plan zu sein. Aber warte mal, stopp, ganz kurz. Man kann sich die WM doch gar nicht erkaufen. Das würde doch nur gehen, wenn die FIFA zutiefst korrupt wäre. Wo die Fußball-WM stattfindet, wird von der FIFA entschieden. Und das machen die über so eine anonyme Wahl, wo 24 hohe FIFA-Leute abstimmen dürfen. Und schon vor über 10 Jahren wurde entschieden, wo in diesem Jahr, 2022, die WM stattfinden soll. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Katar. Und sagen wir so, das war von Anfang an eine ziemliche Korruptions-Shitshow.
Also, zur Wahl bewerben sich ganz viele Länder und manche davon werden zur Wahl erst gar nicht zugelassen. Und auch Katar hätte eigentlich gar nicht zugelassen werden sollen. Es gab von der FIFA nämlich Unterlagen darüber, dass Katar gar nicht zugelassen werden sollte, weil es da zum Beispiel obviously viel zu heiß ist. Im Sommer bis zu 50 Grad, da kannst du schlecht 90 Minuten auf dem Platz rumrennen. Nur um kurz zu verdeutlichen, wie zu heiß es da ist. Es wurde ja jetzt in den Winter gelegt, damit es kühler ist und trotzdem ist es notwendig, dass hunderte Düsen im Stadion und riesige Klimaanlagen das Stadion runterkühlen. Unter freiem Himmel. Riesige Klimaanlagen, hunderte Düsen unter freiem Himmel. Also unter anderem solche Gründe standen dann halt in den Berichten der FIFA, warum Katar nicht zugelassen werden sollte. Aber diese Berichte wurden dann einfach, weiß nicht, verlegt. Und der damalige FIFA-Präsident weiß auch nicht so recht, wie er das begründen kann. Warum wurde die Bewerbung eigentlich zugelassen für diese Ausschreibung? Die Ausschreibung war ja ganz klar für den Sommer. Aber selbst ihre eigenen FIFA-Berichte haben gesagt, dass man im Sommer dort keinen Fußball spielen kann, dass es einfach zu heiß ist. Ja, eben. Das ist, weil man... Okay, aus ganz merkwürdigen Gründen sind diese FIFA-Berichte dann egal gewesen. Und dann stand Katar zur Wahl. Aber viele andere Länder standen ja auch zur Wahl. Und wie gesagt, 24 FIFA-Leute haben halt entschieden, wer die Wahl gewinnt. Das heißt, Katar musste genügend von diesen 24 Leuten dazu bringen, für sie abzustimmen. Aber wie konnte Katar das denn anstellen? Schließlich sind FIFA-Leute ja nicht korrupt und käuflich. Ja doch, und zwar derbe. Es gibt sogar von zwei FIFA-Funktionären Videobeweise, wo sie basically drüber sprechen, wie man ihre Stimme erkaufen kann. Für mich ist das der generelle Ansatz. Wenn ich mit jemandem spreche, der gerne meine Stimme hätte. Andere lassen sich bei solchen Statements nicht filmen, aber trotzdem ist es teilweise hyper offensichtlich. Zum Beispiel gab es einen FIFA-Dude, der wollte eigentlich für die USA abstimmen. Aber kurz vor der Wahl hat er sich mit dem König von Katar getroffen und dann irgendwie seine Meinung geändert und doch für Katar abgestimmt. Danach wurde sein Sohn Spitzenmanager beim katarischen Staatsfonds. Sass. Was für ein Zufall! Drei weitere FIFA-Leute sollen 1,5 Millionen jeweils für ihre Stimme bekommen haben. Insgesamt ist es ultra offensichtlich und basically weiß die ganze Welt, dass das erkauft wurde. Stellt sich die Frage, warum der damalige FIFA-Präsident davon irgendwie nichts mitbekommen hat. Also er meint, er hätte nicht weggeschaut. Er hat nur nicht hingeschaut. Haben Sie weggeschaut? Nein, weggeschaut habe ich nicht. Aber ich habe nicht insbesondere hineingeschaut. Weggeschaut habe ich nicht. Klar, wenn die Polizei kommt, hat niemand was gesehen. Kennt man ja. Okay, Katar hat es also damals geschafft, dass sie genug FIFA-Leute überzeugt hatten, für sie zu stimmen. Dann haben sie auch die Wahl gewonnen. Es stand fest, 2022 ist in Katar die WM. Aber da hörte dieses ganze Schmieren-Game nicht auf. Nur um ein Beispiel zu nennen. Es gibt die ECA. Das ist sozusagen die Vereinigung von allen größten Fußballclubs Europas. Also ein dickes Ding. Ein riesen Oschi. Wäre natürlich imagemäßig für Katar sehr gut, wenn die ECA auf deren Seite stehen würde. Was für ein Zufall, dass Katar 200 Leute von der ECA mit Luxusaufenthalten verwöhnt hat. Katar hat denen alles bezahlt und der Vorsitzende von der ECA, Karl-Heinz Rummenigge, ist sogar mit zwei neuen Rolex-Uhren wieder zurückgekommen. Der meinte dann so, yo, ich bin hier mit zwei Rolex-Uhren zurückgekommen, hab die auch nicht verzollt, war ein bisschen doof. Und die waren auch ein Geschenk, aber nicht von den Katar-Leuten. Das hat mit den Kataris gar nichts zu tun. Das war von einem Freund, der zufällig auch in Katar war. Ja klar, Karl-Heinz, natürlich, das, was du sagst. Und nur zufällig hat der Karl-Heinz, nachdem der wieder zurückgekommen ist mit den Rolex-Uhren, sich für die Interessen von Katar stark gemacht. Da hat er plötzlich Meinungen gehabt, die er vorher nie gesagt hatte. Nein, all das ist nicht Korruption. Das sind nur große Zufälle. Ich will hier auch gar nicht den Eindruck erzeugen, dass der deutsche oder internationale Fußball irgendwie durchweg komplett korrupt wäre. Aber erschreckend viele hohe Fußballfunktionäre sind halt offenbar genau das. Massiv korrupt. Aber okay, ist jetzt auch egal. Jedenfalls hat damals Katar den Zuschlag für die WM bekommen. Sie haben die Wahl gewonnen und es war klar, dass die WM 2022 in Katar stattfinden wird. Aber wie hat sich Katar denn in der Zwischenzeit so verhalten? Also zwischen Wahl und jetzt? Kurz gesagt, nicht so geil. Spätestens nachdem Katar die Wahl gewonnen hatte, fiel ein großes Problem auf. Die haben jetzt nicht die größte Fußballtradition, also
halt kaum eine. Und das Land ist super klein. Also Katar würde von der Fläche 6-mal in Bayern reinpassen. Das heißt, die haben nicht ansatzweise genügend Fußballstadien für so eine WM gehabt. Geschweige denn Straßen, Parkplätze und generell Infrastruktur, die für sowas nötig sind. Okay, shit, jetzt musste Katar nochmal eben fix in ein paar Jahren eine Menge Stuff bauen. Aber es wurde nicht in erster Linie von Kataris gebaut, sondern es wurden sehr, sehr arme Leute ins Land geholt, die das dann machen sollten. Laut Katar sind das stolze Arbeiter, die richtig gern diesen Job machen. Aber stellt euch mal Folgendes vor. Stellt euch vor, ihr würdet alleine in ein fremdes Land reisen, als Arbeitskraft. In diesem Land lebt ihr in solchen Unterkünften auf engstem Raum mit teilweise 10, 15 anderen Leuten in einem Zimmer. Ihr lebt teilweise nur von Wasser und Brot, jeden Tag. Ihr habt praktisch nichts, es gibt nicht mal richtigen Schutz vor Wetter. Und dann arbeitet ihr ziemlich ununterbrochen. Also es gibt Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten. Und das oft für nicht mal 1 Euro Stundenlohn. Also wenn ihr überhaupt Geld bekommt, weil manchmal bekommt ihr monatelang gar kein Gehalt. Und eure Lebens- und Arbeitsbedingungen sind nicht nur menschenunwürdig, sondern eben auch lebensgefährlich. Zum Beispiel wird es teilweise bis zu 50 Grad heiß und ihr müsst trotzdem fast ununterbrochen weiterarbeiten. Ihr kriegt immer wieder mit, wie Kollegen bewusstlos werden oder an Unfällen oder Überlastung sterben. Und ihr wisst natürlich, dass euer Körper das auch nicht dauerhaft mitmachen wird. Aber wenn ihr dann für euch merkt, hey, das ist hier lebensgefährlich und da wieder raus wollt, dann könnt ihr das nicht. Denn ihr seid schon in der Falle. Ihr habt ja nicht die finanziellen Mittel, um da wieder rauszukommen. Oder es wurde euch sogar der Pass weggenommen, damit ihr das Land nicht verlassen dürft und nicht mal den Arbeitsplatz wechseln dürft. Ihr seid gefangen in diesen Zuständen und ihr müsst weitermachen. Bis zum Ende des Baus oder bis zum Tod. So. Und jetzt die Frage an euch alle, wenn euer Leben so aussehen würde, würdet ihr dann sagen, geil? Macher. Oder würdet ihr sagen, das ist fucking Sklaverei, ihr gottlosen Bastarde? Kann ja jetzt jeder für sich selber entscheiden. Ach so, und das mit dem lebensgefährlich war halt keine Übertreibung oder so. Da sterben regelmäßig junge, gesunde Menschen. Und den Angehörigen wird teilweise nicht mal direkt Bescheid gesagt. Die Frau eines jungen Mannes erzählt hier, dass sie erstmal gar nicht über den Tod ihres Mannes informiert wurde. Kein Verantwortlicher hat uns über den Tod von Tesh Taru informiert. Ihr Mann ist in den Tod gestürzt, beim Bau eines Stadions, weil es für diese Menschen eben keine Sicherheitsvorkehrungen gibt, die sowas verhindern. Alleine von seinen Kollegen sind mindestens 3 weitere gestorben. Und weil die Behörden in Katar natürlich kein Interesse daran haben, dass wir wissen, wie viele Leute da beim Bau der Stadien gestorben sind, gibt es darüber auch keine offiziellen Statistiken. Nach Untersuchungen von Amnesty International können fast 70% der Todesfälle von eingewanderten ArbeiterInnen ungeklärt sein. Man kann halt nur schätzen, wie viele Leute da bisher gestorben sind. Eines steht aber fest, es ist mehr als die FIFA behauptet. Deren neuer Präsident sagt nämlich zum Beispiel das hier. When I hear today that 6,500 people died in building football stadiums in Qatar, well, it's simply not true, because the real figures are 3 persons passed away. Das ist natürlich Bullshit. Und jetzt ganz kurz. Es gibt wirklich Leute, deren erste Reaktion zu diesem Thema ist, ja, aber die Zahl von 6,500 Toten bezieht sich ja nicht nur auf die Leute, die Stadien gebaut haben, sondern auch grundsätzlich auf eingewanderte... Stopp! Lass uns ganz kurz innehalten. Das sollte nicht der erste und schon gar nicht der wichtigste Gedanke sein, den man dazu im Kopf hat. Ja, wir wissen nicht, wie viele Leute beim Bau der Stadien gestorben sind. Aber die genaue Zahl ist völlig egal, um Katar krass zu verurteilen. Fakt ist, es sterben dort seit Jahren unnötig und verhinderbar unschuldige Menschen für die WM. Es wird für die WM die finanzielle Notlage der ärmsten Menschen als Druckmittel ausgenutzt, um sie unter menschenunwürdigen Bedingungen auszubeuten. Das ist keine Meinung, das ist Fakt. Und damit das inakzeptabel ist, ist es egal, ob es um 50, 500 oder 50.000 Tote geht. Das System dahinter ist immer grausam und menschenfeindlich und deswegen inakzeptabel. Über die genaue Anzahl der Stadientoten rumzudiskutieren, darf keine Ablenkung von diesem Vorwurf sein. In Katar gibt es, und das ist auch für jeden ersichtlich, eine moderne Form der Sklaverei. Es ist ein komplettes Zweiklassensystem und das ist auch verankert. Also wir haben auf der einen Seite die Kataris und wir haben auf der anderen Seite die ärmsten ArbeiterInnen, die ohne die Erlaubnis der Kataris nicht mal den Arbeitsplatz wechseln dürfen, nicht das Land verlassen dürfen und deswegen total ausgebeutet werden. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, Digga, googelt. Es gibt so viele Dokus. Glaubst du nicht? Google. Okay, wir hatten jetzt in diesem Video schon echt viel harte Kritik an Katar. Aber was sagt eigentlich Katar dazu? Neulich meinte der König, also der Emir, dass er die Kritik gehört hat. Und er sieht das Problem bei den anderen. Denn er und sein Land sind Opfer einer beispiellosen Hetzkampagne. International würde es ganz viel Verleumdung gegen ihn geben und es wäre alles ganz falsch dargestellt. Und er sagt sogar, dass Leute wohl einfach nicht akzeptieren können, dass ein arabisch-muslimisches Land WM-Austragungsort ist. Ja, Emir, meinst du?
Meinst du, das ist der Grund, dass Leute einfach diese ganzen Sachen sagen, weil sie insgeheim rassistisch gegen dich sind? Really? Auch die schwulenfeindliche Aussage am Anfang von diesem Video. Es ist ein geistiger Schaden. Auch da ist Katar angeblich nur Opfer einer Hetzkampagne. Das ist nämlich angeblich aus dem Zusammenhang gerissen. Naja, ist halt nicht. Eindeutig nicht. Und ihr könnt die Doku auch gucken, die ist ja auf YouTube. Die Kataris hatten sogar das Interview an der Stelle abgebrochen. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass sie sich da nicht von der Schokoladenseite präsentieren. Aber ja, alles nur aus dem Kontext gerissen. Jetzt ist das Statement, alle sind willkommen, solange sie sich an unsere Kultur halten. Das ist ein Wording, das auch der Emir schon benutzt hat. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. Das habe ich ganz häufig von deren Seite gehört. Alle sind willkommen, solange sie die Kultur respektieren. Und das ist PR-mäßig natürlich ein smarter Satz, weil das klingt im ersten Augenblick irgendwie positiv. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass das nichts anderes heißt, als auch Homosexuelle sind willkommen, wenn sie das geheim halten und nicht zeigen, dass sie homosexuell sind, dann klingt das plötzlich gar nicht mehr so geil, ne? Und genau so ist es halt auch. Journalisten hatten mal bei Hotels in Katar nachgefragt, ob sie sich als Männerpaar ein Zimmer mieten können. Bei den meisten Hotels konnten die das Zimmer einfach buchen. Aber 35% der Hotels, die geantwortet haben und in Frage kamen, haben geantwortet, dass es nur klar geht, wenn die Gäste ihr Schwulsein nicht erkennbar zeigen würden. Und weitere Hotels haben sogar direkt abgesagt, weil sie Schwule nicht als Gäste aufnehmen. Also klar, alle sind willkommen. Laber doch nicht. Aber bei all dieser Kritik jetzt im Raum muss ja Katar und die FIFA irgendwie auch gucken, wie sie Schadensbegrenzung machen. Aber es wäre jetzt mega unangenehm, wenn dabei so ganz wacke PR-Moves rauskommen, die man easy durchschauen kann. Es gibt verschiedene wacke PR-Moves. Sowohl die FIFA als auch Katar sind zum Beispiel stolz darauf, dass die WM klimaneutral sein wird. Wie jetzt eine WM, für die 6 neue Stadien gebaut wurden, klimaneutral sein soll, ist jetzt natürlich rätselhaft. Also eine WM, bei der gigantische Klimaanlagen unter freiem Himmel laufen und Millionen Tonnen Beton in die Wüste gekippt wurden. Eine WM, bei der nicht genügend Hotels vor Ort sind und deswegen viele Fans mit Shuttle-Flugzeugen von Dubai oder Abu Dhabi hin und her zu den Spielen geflogen werden. Die WM soll klimaneutral sein? Natürlich ist sie nicht klimaneutral, aber wie kommt denn Katar oder die FIFA zu diesen Aussagen? Naja, Schritt 1, sie behaupten einfach, dass viel weniger CO2 bei der WM entstanden ist, als halt eigentlich entstanden ist. Also unabhängige Schätzungen kommen zum Beispiel auf weit über 10 Tonnen CO2 und die FIFA sagt so, na, war safe nur ein Drittel davon. Und jetzt kommt Schritt 2, wenn man die FIFA dann fragt, ey, wollt ihr dieses Drittel davon dann wenigstens kompensieren, dann sagt die FIFA halt, na, lass mal nur ein Sechstel davon kompensieren. Und dann kommt Schritt 3, dass sie dieses Sechstel, wo sie sagen, dass sie das kompensieren, nicht mal kompensieren. Also sie behaupten einfach, dass sie es kompensieren würden, obwohl ganz klar nachgewiesen ist, dass sie das nicht tun. Die WM ist nicht klimaneutral, nicht mal im Ansatz. Das war ein reiner PR-Move. Ein weiterer PR-Move ist die Behauptung, dass durch die WM in Katar jetzt irgendwie krasse, dauerhafte Verbesserungen für Menschenrechte da gekommen sind. Das wird von der FIFA einfach mal so behauptet. Gibt's da irgendwie eine seriösere Quelle? Ja, FC Bayern Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der hat nämlich extra mal in der Sendung angerufen, um das loszuwerden. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser und nicht schlecht. Ja, cool, Uli. Das kannst du ja den toten Arbeitern sagen. Die freuen sich bestimmt, wenn sie hören, dass ein alter, reicher, vorbestrafter Mann sagt, ihnen wird's besser gehen. Puh, haben die nochmal Glück gehabt. Und dass der Uli hier Katar so stark in Schutz nimmt, hat bestimmt auch nichts damit zu tun, dass der FC Bayern zufällig viele Millionen von der katarischen Fluggesellschaft bezahlt bekommt. Nein, der Uli, das ist ein integrer Typ. Der neue FIFA-Präsident ist sogar noch ein Ticken pathetischer. Der spricht davon, dass die WM ein gesellschaftliches Vermächtnis für Menschenrechte in Katar hinterlassen würde. Okay, krass hochgestochen, da ist jemand sehr krass vom eigenen Impact überzeugt. Aber stimmt es überhaupt? Also gab es jetzt krasse Verbesserungen wegen der WM? Naja, also es gab vor allem Pseudo-PR-Verbesserungen. Katar hat schon vor 8 Jahren behauptet, sie würden abschaffen, dass man ArbeiterInnen zum Beispiel nicht mehr den Pass wegnehmen darf. Das Problem, das ist halt nur auf Papier abgeschafft und nicht in der Realität.
Katar hat auch schon vor einigen Jahren behauptet, sie würden dafür sorgen, dass ArbeiterInnen konsequent bezahlt werden. Das Problem, auch das wurde halt gesagt, aber in der Realität ist das halt immer noch so. Leute bekommen teilweise ein Dreivierteljahr kein Gehalt. Und was willst du machen? Kündigen? Das ist schwierig, wenn dein Arbeitgeber deinen Pass hat. Also, es gibt teilweise neue Gesetze, die werden aber zu großen Teilen nicht umgesetzt. Und unabhängige Berichterstatter sagen, dass viele schlechte Zustände bleiben oder nach kurzer Pause wieder zurückkommen. Also diese Story von die WM kam und alles wurde besser ist falsch. Es sind zwar einzelne Verbesserungen in Katar in den letzten 10 Jahren passiert, aber nicht primär wegen der WM, sondern weil Menschenrechtsorganisationen teilweise seit Jahrzehnten dafür kämpfen. Die FIFA würde natürlich gerne behaupten, dass alle Verbesserungen der letzten 10 Jahre magisch wegen ihnen passiert sind, aber das ist halt nicht so. Dass es Reformschritte gibt, ist nur der FIFA zu verdanken, da lache ich mal drüber. Die FIFA hat also wirklich uns nicht viel unterstützt. Das haben die NGOs, das haben nationale Regierungen. Also die FIFA ist für die nachhaltige Verbesserung von Menschenrechten in Katar etwa so verantwortlich wie David Hasselhoff für den Fall der Mauer. Nur weil da was passiert ist und du warst gerade vor Ort, heißt es nicht, dass du das gemacht hast. Also auch dieses Narrativ ist viel mehr Bullshit als Wahrheit. Aber so richtig peinlich sind die PR-Moves, wo Katar Leute dafür bezahlt, damit die Katar abfeiern. So richtig geile WM-Stimmung kommt ja bei vielen Leuten nicht auf. Aber Katar möchte es natürlich gerne so darstellen, als ob die ganze Welt übelst hyped auf die WM ist. Also was machen die? Die bezahlen sich einfach Leute dafür. Angefangen dabei, dass sie literally random Leute dafür bezahlen, Fan zu sein. Also irgendwelche Leute schließen richtige Werbeverträge mit Katar ab, damit die dann Instagram-Clips machen. Und in diesen Werbeverträgen steht ganz viel weirder Shit. Zum Beispiel auch, dass diese Leute kritische Kommentare gegen Katar löschen müssen. Die Fans müssen sich auch verpflichten, beleidigende oder abwertende Kommentare zu melden, wenn möglich Screenshots davon zu senden und sie dann sofort zu löschen. Wer brav Katar lobt, bekommt alles umsonst. Tickets, Hotels, Flüge. Spätestens wenn man das weiß, kann man sich auch denken, dass solche Videos hier obviously fake sind. Wo halt immer eine ähnlich große Gruppe von ähnlichen Männern an ähnlichen Orten sind und irgendwie tauschen sich nur die Trikots und Fahnen aus. Und diese Art von Promo wird natürlich nicht nur mit random Fans gemacht, sondern auch mit Influencern. Die werden dann gefragt, so, ob die nicht Bock hätten auf einen Trip nach Katar. Voll geil. All inclusive. Wir bezahlen dir alles. Du musst im Gegenzug halt nur so ein paar Stories, ein paar Postings machen. Aber halt positiv über Katar berichten. Ich gehe davon aus, dass so ziemlich jeder Influencer dafür angefragt wurde. Ich selbst wurde auch schon mehrfach dafür angefragt. Aber es bleibt nicht nur bei gekauften Fans oder normalen Influencern. Auch riesige Weltstars werden für die WM eingekauft. David Beckham zum Beispiel ist für angeblich 180 Millionen das WM-Gesicht geworden. Und seitdem findet er natürlich alles in Katar super amazing. We are now in this amazing place. This has been amazing. Wow, this is pretty amazing. This is Perfection for me. Okay, also es gibt Leute, die werden explizit und direkt fürs Fansein bezahlt. Und dann gibt es Leute, die profitieren in anderer Form finanziell von Katar oder sind halt gut verbunden mit denen. Egal ob durch Sponsoring wie beim FC Bayern oder durch Geschenke oder schöne Zuwendungen oder whatever. Und so ist natürlich der FIFA-Präsident auch ein ganz großer Katar-Fanboy. I count 1, 2, 3 and then I want to hear Katar, 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 okay? 1, 2, 3 Good. Und wir haben ja auch in diesem Video schon ein paar höhere deutsche Fußballleute gesehen, die sich für die Interessen von Katar aussprechen und zufällig vorher finanziell von ihnen profitiert haben. Auch Franz Beckenbauer, bei dem es zufällig Geldflüsse im Millionenbereich nach Katar gab, hat sich ganz positiv Katar gegenüber geäußert und sogar bestätigt, dass es da gar keine Sklaverei gibt. Weil er war ja vor Ort und jetzt pass auf, er hat gar keinen Sklaven gesehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten. Aber auch manche Fußballspieler sind erstaunlich sanft und verständnisvoll, wenn es um Katar geht. Thomas Müller sagt zu den Menschenrechtsverletzungen in Katar. Auch in Deutschland gibt es Menschenrechtsverletzungen. Und Leon Goretzka meint, er würde gern ein Zeichen vor Ort setzen. Aber auf Nachfrage, wie er das denn anstellen möchte, weiß er das selbst nicht so genau. Aber es wäre cool, wenn es Leute sehen. Wie wollen Sie das machen? In welcher Form, das wird man dann sehen, aber da kann man sich darauf verlassen, dass wir alles dafür tun werden. Wie sichtbar muss denn dieses Zeichen sein, das Sie dort setzen wollen? Ja, im Optimalfall natürlich maximal sichtbar. Das klingt nach einem handfesten Masterplan.
Also wir sehen hier keine wirklich klaren Worte von Müller oder Goretzka. Aber das ist auch nicht so verwunderlich, weil die spielen halt beide bei Bayern. Und Bayern kriegt seit Jahren viele Millionen von der katarischen Fluggesellschaft. Irgendwie weird, ne? Dass die Leute, die sich nicht so klar gegen Katar äußern, ziemlich häufig auf der Payroll von Katar oder katarischen Unternehmen stehen. Okay, man kann jetzt natürlich sagen, ey Rezo, für dich fällt es natürlich leicht, hier so rumzukommentieren, weil du hast keinen Bezug zu Fußball, du bist in Fußball nicht involviert. Wenn man da drin hängt, dann ist es halt schwieriger, was zu sagen. Und ja, ich habe safe ein bisschen leichter hier zu shooten, weil ich keinen Bezug dazu habe. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die involviert sind im Profifußball und trotzdem klare Haltung und klare Meinung zu Katar und diesem ganzen Thema haben. Egal ob im Ausland, wie bei der norwegischen Verbandspräsidentin. Wir müssen den Arbeitern eine Stimme geben und wir müssen die Kriminalisierung von Homosexuellen thematisieren. Oder der niederländische Nationaltrainer mit ähnlicher Wortgewandtheit. Das ist all Bullshit. Und auch hier in Deutschland finden Fußballer bzw. Ex-Fußballer wie zum Beispiel Philipp Lahm ganz klare Worte. Und auch Fans zeigen deutlich, dass das mit ihrem Verständnis von Fußball nichts zu tun hat. Und noch viel mehr Leute haben natürlich eine Haltung. Viele städtische Public Viewing Events sind abgesagt und viele Kneipen übertragen die Spiele nicht. Und manche sagen jetzt, die Spiele nicht zu gucken, das ändert doch auch nichts mehr. Und ja, das mag sein, guckt meinetwegen die Spiele. Aber jeder, der die Spiele guckt, sollte das nicht ausnahmslos als nices, spaßiges, geiles Party-Event machen. Jeder Mensch, der die Spiele guckt, soll wenigstens zum Teil ein bitteres und ungeiles Gefühl im Magen haben. Denn damit du die Spiele gucken kannst, sind unschuldige Menschen ausgebeutet worden und sind sogar gestorben. Das ist ein Fakt und der geht nicht weg. Katar und die FIFA möchten gerne, dass dieser Fakt weggeht. Die möchten gerne, dass wir nicht darüber diskutieren. Die FIFA bittet sogar darum, dass man nicht über Menschenrechte spricht. Die gehen so weit, dass sie der dänischen Nationalmannschaft verboten haben, den Text Menschenrechte für alle auf ihren Trikots beim Training zu tragen. Man darf nicht beim Training in Katar den Satz Menschenrechte für alle auf dem Trikot haben. Das ist von der FIFA verboten. Wenn solche Basics schon triggern oder nerven oder zu politisch sind, dann ist es umso wichtiger, dass wir darüber reden. Dass kein Spiel vergeht, ohne dass diese Themen aufkommen. Und dass wir nicht mitten in der WM schon vergessen haben, dass es all diese Probleme gab. Denn wenn wir weiter darüber reden, dann steigt der Druck auf Katar. Und damit helfen wir den Menschenrechtsorganisationen, wirklich die Zustände zu verbessern. Katar hatte einen Plan. Und zwar sich ein geiles Image, sich Beliebtheit, Freunde auf der ganzen Welt für Geld zu erkaufen. Und wenn wir jetzt nur noch Happy WM-Stimmung raushauen, dann hätten sie genau das geschafft. Peace. Ich bin raus.